Hola, bienvenidos de nuevo a otro tutorial de gramática del español. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Zeitenveränderungen in der indirekten Rede. Dieses Erklärvideo gibt es auch vollständig auf Spanisch in der entsprechenden Playlist. Wenn wir das Gesagte in der Vergangenheit wiedergeben, gibt es einige Änderungen in den Zeiten. Da wir gern an unserer Schule das Schwierige einfach machen, werden wir nur die Fälle erwähnen, in denen sich die Zeiten ändern. Und es passieren folgende Änderungen: Präsens, Präsente, verwandelt sich in Pretérito Imperfecto. Estudio español, ist die Originalaussage. Juan dijo que estudiaba español. Wir können auch sagen, decía. Ne? Dijo und decía sind beides Vergangenheiten. Eines ist Pretérito indefinido, decía Pretérito imperfecto. Und da beide Vergangenheit sind, gibt es diese Änderungen. Das Perfekt, Pretérito perfecto, wird zum Plusquamperfekt. He cambiado de empleo. Juan dijo que había cambiado de empleo. Futuro, also Zukunft, wird zum Konditional. Terminaremos el trabajo esta tarde. Juan dijo que terminarían el trabajo esta tarde. Es verändert sich natürlich auch die Perspektive, nicht? Weil wenn Juan sagt, also wir werden die Arbeit heute Nachmittag erledigen, ne? Dann geben wir das mit, er sagte, dass sie die Arbeit fertig haben werden. Und in dem Fall, Juan dijo que terminarían, nicht? Also ellos. Imperativo, Befehlsform, wird zum Subjuntivo imperfecto. Por favor, compra el pan. Juan me pidió que comprara el pan. Das gilt auch, wenn ich zum Beispiel eine Anweisung wiederhole. Zum Beispiel, compra el pan. Dije que compraras el pan. Presente del subjuntivo, also Subjuntivo Präsens, wird zum Subjuntivo Imperfecto. Espero que no llueva. Das ist die Originalaussage. Juan dijo que esperaba que no lloviera. Im Gegenteil, wenn ich zum Beispiel jetzt etwas wiedergebe, was jemand gerade sagt, dann gibt es keine Veränderungen. Dice oder ha dicho. Das Perfekt funktioniert in der Grammatik meistens wie die Gegenwart, also gibt es da auch keine Veränderung. Die einzige Veränderung ist im Imperativ. Compra el pan. Juan dice que compre el pan. O Juan ha dicho que compre el pan. In der Praxis wird das von Muttersprachlern nicht immer so wiedergegeben. Denn es kommt oft darauf an, was die Leute sagen möchten. Zum Beispiel, wenn jemand etwas in Zukunft sagt, in der Originalaussage, und das wird im Konditional wiedergegeben, wie es normalerweise in der Grammatik sein müsste. Manches Mal möchten sie das halt lieber auch in der Zukunft weitergeben, weil Konditional ist ja auch so etwas, das vielleicht so ein kleines bisschen bedeutet, kann sein oder nicht. Aber von den Regeln her müsste man das im Konditional weitergeben. Gut, wie immer, unten in der Beschreibung haben wir Ihnen einige Übungen aufgegeben, die auch eine Lösung haben, damit Sie weiter üben können. Muchas gracias y hasta un próximo tutorial.